Liebe Freundinnen und Freunde, dieses Video kommt aus dem Europaparlament in Straßburg. Aber während ihr euch zur Landesdelegiertenkonferenz trefft, bin ich bei einer China-Konferenz in Hongkong. Nichtsdestoweniger grüße ich euch ganz herzlich und wünsche euch, dass euer Landesparteitag ein richtiger Aufbruch wird. Aufbruch ist ja die Überschrift, die heute viele, auch viele außerhalb der Grünen, mit uns verbinden. Aufbruch, das war das Gefühl bei der letzten Bundesdelegiertenkonferenz. Und es gab ja fast euphorische Kommentare, dass die Grünen es hinkriegen, obwohl das mit Jamaika nicht geklappt hat, obwohl wir im Bundestag die sechste Fraktion nur sind, zu signalisieren, wir setzen uns jetzt nicht ins Trauereck und wir ziehen uns nicht nach innen zurück, sondern wir wollen uns öffnen, wir wollen dafür sorgen, dass grüne Ideen wirkmächtiger werden. Und ich glaube, das haben wir in Ostdeutschland und das haben wir auch in Mecklenburg-Vorpommern ganz besonders nötig, weil es ist ja leider so, dass wir da bei der Bundestagswahl nicht so gut abgeschnitten haben. Und es kommt darauf an, dass das Land nicht wieder sozusagen in zwei Zonen zerfällt. Im einen Teil des Landes sind die Grünen stark und im anderen laborieren sie, sondern dass wir das gemeinsam anpacken. Und das fand ich gut auch bei der Bundesdelegiertenkonferenz, dass viel mehr Leute als sonst, gerade auch Leute aus dem Westen, bewusst gesagt haben, diesmal wollen wir mithelfen, dass es auch bei den Landtagswahlen, die anstehen und insgesamt für die ostdeutschen Landesverbände mit vorangeht. Ich weiß nicht, wie viele Mitglieder bei euch dazugekommen sind. Auf Bundesebene waren es im Januar 1000. Das finde ich eine großartige Zahl. Und es gibt ja auch diese positive Resonanz aus den Umfragen, obwohl jeder von uns weiß, dass man auf Umfragen nicht allzu viel geben sollte, weil das eben Momentaufnahmen sind. Aber es zeigt, dass wir da was draus machen können, dass da jetzt positive Erwartungen an uns gerichtet werden. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dazu zwischen den verschiedenen Ebenen, also von der Kommune über den Bundestag bis zur Europaebene, wirklich gut zusammenarbeiten. Und es gibt ja bei vielen Themen ganz offensichtlich die Chance zu dieser Zusammenarbeit, Glyphosat zum Beispiel. Das ist ein Thema, bei dem wir uns im Europäischen Parlament mächtig engagiert haben, wo wir auch durchgesetzt haben, dass es da einen extra Ausschuss dazu gibt. Und es ist ein Thema, bei dem ihr in Rostock zuerst und jetzt in Neustrelitz durchgesetzt habt, dass die Kommunen sich engagieren. Genauso ist es bei der Frage einer humanitären Flüchtlingspolitik und beim Umgang mit der Zuwanderung. Ich glaube, darin liegt überhaupt eine große Chance für uns Grüne, dass wir nicht in so kleinen Kästchen denken und der Kommunale arbeitet nur im Rahmen seiner Stadt- oder Dorfgrenzen und der Europäer kommt nie sozusagen in die Region, sondern dass wir das gut verbinden, weil ja auch die Bürger und Bürgerinnen nicht vor allem darauf achten, welche staatliche Ebene zuständig ist, sondern darauf achten, ob insgesamt die gewünschten Ergebnisse für sie bei der Politik rauskommen. Und ich glaube, für diesen Aufbruch ist es auch notwendig, dass wir uns nicht schamhaft oder ängstlich hinter den Fragen verstecken, wo wir uns sicher fühlen, sondern dass wir ausgreifen. Also wenn Claudia Müller als neue Bundestagsabgeordnete sich entschieden hat, jetzt für den Mittelstand zu arbeiten, sich entschieden hat, für die maritime Wirtschaft zu arbeiten, sind das einerseits natürlich sehr plausible Prioritäten aus der Sicht von Mecklenburg-Vorpommern, aber es sind zugleich auch Prioritäten, die es, wenn wir gut zusammenarbeiten, uns insgesamt ermöglichen, da Akzente zu setzen, die vielleicht nicht jeder immer schon von den Grünen erwartet hat. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass wir
in der Ostsee-Zusammenarbeit mit den anderen Ostsee-Anrainerländern, wo es ja auch starke Grüne gibt, in Finnland oder in Schweden in der Regierung oder in Dänemark oder in den baltischen Ländern, dass wir da zum Thema maritime Wirtschaft was zusammen machen könnten. Oder ich kann mir vorstellen, auch übrigens für den September schon mal vormerken, dass wir wieder, wie wir es schon mal gemacht haben, mit Ihnen zusammenarbeiten für den Coastal Cleanup Day, also für den Tag, an dem Naturschützer weltweit durch Aktionen an den Stränden darauf hinweisen, wie es mit der Vermüllung unserer Meere und unserer Strände aussieht und dadurch Druck machen zu einer anderen Plastikpolitik zum Beispiel, die auch aktuell auf der europäischen Agenda steht. Schöne Zusammenarbeit hatten wir auch mit anderen Leuten aus dem Ostseeraum in jüngerer Zeit beim Thema Nord Stream 2. Da ziehen Annalena jetzt im Bundesvorstand, Claudia und ich ja schon seit einiger Zeit an einem Strang. Da haben wir es sogar geschafft, Leute aus Union und FDP ein Stück weit mit einzubinden in die Kritik. Ich glaube, sowas muss man vorantreiben. Und wie gesagt, nochmal, wir müssen natürlich unsere Stärken, die wir haben, weiterentwickeln und bei den Themen, bei denen die Leute was von uns erwarten, verlässlich sein. Aber wir müssen auch über die engen Grenzen hinaus. Und dann, glaube ich, können wir Hoffnungsträger sein für Leute, die inzwischen ja an vielem zweifeln, was vorher für selbstverständlich galt. Ist ja kein Zufall, dass CDU und SPD so schwach dastehen, weil Leute ihnen nicht mehr zutrauen, dass sie die modernen, dass sie die zeitgemäßen Antworten haben auf die Fragen von heute und von morgen. Ich glaube, wir können das, uns können sie das wieder zutrauen und deswegen möchte ich gerne mit euch zusammen dafür arbeiten, dass sie das auch wieder stärker tun. In diesem Sinne wünsche ich euch eine erfolgreiche Landesdelegiertenversammlung.